Wie gut war eigentlich Hasan Salihamidžić? Der heutige Sportvorstand des FC Bayern München gewann als Spieler zahlreiche Titel und schoss wichtige Siegtore. Brazzo wurde 6-mal deutscher Meister, 4-mal Pokalsieger, gewann die Champions League und den Weltpokal und bezeichnet Uli Hoeneß als eine Vaterfigur. Das ist seine Geschichte. Hasan Salihamidžić wird am Neujahrstag 1977 im bosnischen Jablanica geboren. Brazzo, das Bürschchen, gilt als cleveres, sehr ehrgeiziges Kind. In der Schule ist er erfolgreich, auf dem Fußballplatz ebenso. Seine ersten fußballerischen Schritte geht er mit 10 bei seinem Heimatclub FK Turbina Jablanica, bevor es für ein Jahr zu FK Veles Mostar geht. Salihamidžić ist ein großes Talent, das auch für die bosnische U15 und U16 nominiert wird. 1992 ereilt ihn ein schwerer Schicksalsschlag. Im Alter von 15 Jahren muss er das Land verlassen. Der Bosnienkrieg bedroht die Familie, eine Granate schlägt in der Wohnung ein, glücklicherweise ohne jemanden zu verletzen. Seine Eltern schicken ihn daraufhin in einem Bus nach Hamburg zu Verwandten. Sein erster deutscher Satz lautet: Bitte eine Limonade. Für Salihamidžić ist es eine schwierige Umstellung, später spricht er von starkem Heimweh, aber sein Ehrgeiz treibt ihn an, im hohen Norden seinen Weg zu gehen. Mit 16 tritt er der U19 des Hamburger SV bei und entwickelt sich prächtig. Unter Vereinslegende Felix Magath feiert er 1996 im Alter von 19 Jahren gegen Fortuna Düsseldorf sein Bundesliga-Debüt. Zum Ende der Saison wird Salihamidžić Stammspieler und nutzt seine Chance. 2 Tore und 5 Vorlagen in seinen ersten 9 Bundesligaspielen lassen aufhorchen. Er wird für die bosnische Nationalmannschaft nominiert und trifft direkt in seinem ersten Spiel gegen Kroatien. In den folgenden 2 Spielzeiten unterstreicht der junge Brazzo sein Talent. Für die Hamburger Offensive wird er immer wichtiger. Als flexibel einsetzbarer Angreifer ist er in der Saison 1997-98 mit 10 Toren bester Hamburger Torschütze. Mit Ablauf seines HSV-Vertrags 1998 bemühen sich viele Top-Clubs wie der FC Barcelona, Manchester United und Borussia Dortmund um Salihamidžić. Er entscheidet sich aber für den Verein, den er mit 14 live in Belgrad im Europapokal gesehen hatte, den FC Bayern München. Der Wechsel nach München entpuppt sich als richtige Entscheidung. Auf persönlicher Ebene entwickelt er zu Bayern-Manager Uli Hoeneß ein Verhältnis, das er später als Vater-Sohn-Beziehung beschreibt. Hoeneß füllt für ihn die Lücke, die sein Abschied von seiner Familie in Bosnien hinterlassen hatte. Und auch sportlich verläuft die Zeit bei den Bayern für Salihamidžić von Anfang an erfolgreich. Er ist unangefochtener Stammspieler und etabliert sich vor allem auf dem rechten Flügel. Salihamidžić war ein unheimlich dynamischer, schneller, williger Spieler, immer unterwegs, immer im Tempo, nie aufsteckend. Dadurch wurde er zu einem Trainer- und Fanliebling, der immer aufgeboten werden konnte und die Seitenlinie zuverlässig beackerte. Gleichzeitig war Brazzo ein klassischer Zeichensetzer, der gerade in frühen Jahren viele gelbe Karten sammelte und in seiner Karriere immerhin 5-mal mit glattrot vom Platz flog. Gleich in seiner ersten Bayern-Saison durchlebt Salihamidžić die emotionalen Extreme des Profigeschäfts. Er gewinnt seine erste deutsche Meisterschaft mit den Bayern, erlebt aber auch das Drama von Barcelona. Im Champions-League-Finale 1999 wird er in der 89. Minute beim Stand von 1:0 für die Bayern eingewechselt. 4 Minuten später hatte United das Spiel gedreht. Die Bayern verloren 2:1. Später bezeichnet Salihamidžić diese Niederlage als entscheidenden Moment seiner Karriere. Fortan sollten er und seine Kollegen nicht 1% abschenken. Diese Haltung mündet 2 Jahre später im größten Erfolg seiner Laufbahn. 2001 in Mailand gewinnt Salihamidžić mit Bayern gegen Valencia die Champions League. Brazzo spielt die vollen 120 Minuten und verwandelt im Elfmeterschießen. Nach eigener Aussage war Salihamidžić in der Euphorie dieses Triumphs 2 Wochen lang nicht ansprechbar. Das passte zu seinem Charakter. Alles, was Brazzo anging, absolvierte er mit 110%, ob im Spiel oder danach. Dieser Wille, der die gesamte Bayern-Mannschaft in dieser Ära prägte, führte das Team 2001 und 2002 zu 2 Weltpokalsiegen und Salihamidžić persönlich zu außergewöhnlichen Situationen, wie im Finale des DFB-Pokals 2005. In einem engen Spiel gegen den FC Schalke sitzt Brazzo neben Bayern-Trainer Felix Magath auf der Bank. Beim Stand von 1:1 signalisiert dessen Assistent in der 75. Minute den sich aufwärmenden Bankspielern, dass gewechselt werden soll. Obwohl er gar nicht gemeint ist, nutzt Brazzo die Chance und rennt voller Elan zur Bank.
Magath lässt sich von diesem Mut überzeugen und bringt Salihamidžić für Bastian Schweinsteiger. Eine Minute später schießt Brazzo das Siegtor zum 2:1. Nach insgesamt 6 deutschen Meisterschaften, 4 Pokalsiegen, einem Champions League und einem Weltpokaltitel und 4 Ligapokalen wechselt Salihamidžić 2007 ablösefrei zu Juventus Turin. Während seiner 4 Jahre in Italien war Salihamidžić nie unangefochtener Stammspieler, zum Ende hin spielt er nur noch wenig. Brazzo erwischt eine der weniger erfolgreichen Phasen der Juve-Geschichte, ohne einen einzigen gewonnenen Titel verlässt er die alte Dame 2011. Die letzte Station seiner aktiven Karriere ist der VfL Wolfsburg. Für ein Jahr unterschreibt Salihamidžić bei den Wölfen, für die er in 16 Spielen 4-mal trifft. Im September 2012 beendet er nach über 600 Profispielen und 160 Torbeteiligungen mit 35 seine Spielerkarriere. Als Nationalspieler Bosniens macht Salihamidžić in 10 Jahren verhältnismäßig überschaubare 43 Spiele mit 6 Toren. Brazzos internationale Laufbahn kann mit seinen Vereinserfolgen nicht mithalten, er kam nie in den Genuss eines großen Turniers. Immerhin wird er zwischen 2000 und 2006 4-mal Bosniens Fußballer des Jahres. Als Charakter ist Hasan Salihamidžić ein Menschenfänger, der immerzu gute Laune ausstrahlt und einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Diese Eigenschaft, zusammen mit seiner Expertise als hochklassiger Fußballer, hilft ihm nach seiner aktiven Karriere dabei, Rollen als TV-Experte und eigene Formate wie Servus Brazzo zu verwirklichen. Diese charakterliche Stärke wird ihm lange Zeit aber auch als Schwäche ausgelegt. Als er 2017 zum Sportdirektor des FC Bayern ernannt wird, muss Salihamidžić immer wieder gegen ein Image als fachlich ungeeigneter und nicht ausreichend souveräner Manager ankämpfen. Gerade die Unstimmigkeiten mit Bayern-Trainer Hansi Flick werden für ihn zum Problem. Erst der Transfersommer 2022 mit namhaften Zugängen wie Matthijs de Ligt und Sadio Mané verhelfen Brazzo, der seit 2020 Sportvorstand der Bayern ist, zu endgültigen öffentlichen Respekt und Anerkennung. Was sagt ihr zum Spieler und Menschen Hasan Salihamidžić? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen.